Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Terraria. Im letzten Part haben wir die Corruption mehr oder weniger gut mal sozusagen erkundet. Naja, wir sind draufgegangen. Und zwar ziemlich oft. Alter, ich finde in dem Single Player LP nur, beziehungsweise jetzt schon die dritte normale Druide, ich finde. Im Together LP habe ich noch keine einzige gefunden. Jetzt schon wieder so einen, oder? 8-4. 9-4, den kann ich verkaufen. Also bei. Zack. Sollte halt mal ein Händler bei mir einziehen, ne? Gut, in diesem Part haben wir uns vorgenommen, diese schwuchterliche Höhle zu erkunden. Ich habe natürlich. Wir werden uns am Ende sowieso wieder selber umbringen müssen, wenn ich nicht rauskomme. Was ich auch glaube. Ich habe natürlich im letzten Part eine Kupferrüstung gemacht, damit wir wenigstens 7 Abwehr haben anstatt eine. Ja, toll, ich tue genau das abbauen, wo ich mich festgehalten habe. Ich bin so sehr schlau. Aber vielleicht finden wir etwas genau Wichtiges. Gold. Da haben wir doch schon mal was. Eine Qualle. Ach, da geht's runter. Sag, sag, sag. Wow, wow, wow. Komm der nicht mehr zu nahe. Jetzt steckt sie fest, jetzt habe ich dich. Aua. Zack. Und tschüss. So. K.A. ob ich jetzt hier richtig bin. Ich will auf jeden Fall eine Sache finden. Es nennt sich Lebenskristall. Oh oh. Hey, ich höre was. Die Musik. Ah nein, die Musik kommt nur, wenn man zu tief in der Höhle drin ist. Okay, ich tue mir schon mal alle Fackeln herstellen, was ich kann. ...50 Fackeln, das sollte doch machbar sein, oder? Damit was herzustellen. Naja. So, gleich mal das Kupfer abbauen, nachdem ich das hier gemacht habe. Weil, wie gesagt, unser Kupfermangel ist gerade ziemlich groß. Sobald wir wieder aus dieser Höhle draußen sind, werde ich mir noch mein Bett craften. Das ist mein Endziel für diesen Part. So. Sollte auf jeden Fall ziemlich gut alles ausleuchten, damit, falls mir nochmal herkommt, man keine Sichtprobleme hat. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie man Sachen aufnimmt. Also, beziehungsweise, wie ich das einstelle, dass ich sehe, was ich aufgenommen habe, weil ich diese Parts hier hintereinander aufnehme. So, hier oben ist auch nichts. Ach, Fledermäuse. Sind wir denen schon mal begegnet? Die sind nicht ganz so nett. Ah! Was zur Hölle? Von was wurde ich jetzt umgebracht? Scheiß Pfeilfalle, ey. Das lasse ich nicht mehr auf mir sitzen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich bin doch nicht dumm. 88. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da war echt unfair. Das müsst ihr echt zugeben, der war unfair. Obwohl, wartet. Moment. Zack, zack. Jetzt habe ich endlich wieder ein bisschen. Zack. Ah, Goldbarren kann ich auch gleich machen. Zack. Gut, genau, Eisenkette. 10 Holz. War's das? Kann ich mir das jetzt endlich machen? Okay, was fehlt noch? Ich will mir ein Sägewerk machen. Was war denn das? Achso, Eisenbarren generell brauche ich auch noch. Stimmt. So war das doch, ne? Ich kann mir sogar eine Mülltonne machen. Wo war's denn? Da. Zwei Eisenbarren, okay. So, Sägewerk hauen wir mal dahin. So, jetzt kann ich mir Seide machen. Laber keinen Scheiß. Ich hab doch Spinnennetze. Kommode. Ah nein, einen Webstuhl brauche ich, genau.
Webstuhl. Fuck. Mein Haus wird zu klein. Seid ihr, mach mal Spinnennetzen. So, 12. So. Bett. Fail. Das war ein Fail. So. Jetzt habe ich endlich einen Spawnpoint. Verpiss dich. So. Gut, da wir das jetzt endlich haben und mein Haus eh viel zu klein ist. Ich mach das irgendwann mal anders. Mittlerweile steht es ja einfach nur irgendwie dumm rum. Aber mein Ziel war ja sowieso ein anderes. Und zwar wieder dahin zu kehren, wo ich gerade gestorben bin, um meine Rache zu nehmen. Sollte jetzt nicht... Jetzt... Drecksack. Ich wollte sowieso die ganze Zeit den anderen Weg nehmen, nur der ging tiefer. Deswegen bin ich jetzt zuerst mal dahin gegangen. Naja, aber so, das ist übrigens ziemlich weit weg, ne? Von unserem Heimatland. War das hier? Ne, hier war nur diese kleine Unterführung. Naja, immerhin haben wir die Hermes Boots. Was uns den Weg ziemlich erleichtert. Hier war es aber nicht. Das war die andere Höhle. Hier war es nicht. Ich weiß ja noch hier diese Baumpassage hier. Ja, leck. Ja, ist okay. Euer Geld nehme ich gerne. Warum auch immer lieber Geld dabei haben. Ja, ist da. Ich hasse es, so schwach zu sein. Hier war's. Nein. Ey. 30 Leben. 30. Wie sollen das in Dungeon fortlaufen, ey? In der Höhle. Kurzer Cut. Naja, während man gerade am Terraria verzweifeln ist, gestört zu werden, ist auch nicht gerade die feine Art. Gut, hier bei diesem komischen Stein-Ding waren wir. Hier sind wir draufgegangen. Jetzt stellt er irgendwo eine Fackel hin, wie wär's? Danke. So, diesmal nehme ich diesen Weg hier. Den wollte ich schon seit Anbeginn der Zeit nehmen. Mal schauen, was sich hier so finden lässt. Ja, Bingo! Dankeschön. So, damit haben wir jetzt offiziell 120 Leben. Gut, und Silber. Gut, das habe ich schon mal das gefunden, was ich finden wollte. So kann die Reise doch weitergehen. Jetzt sind wir nicht mehr solche Kackopfer. Okay, doch. Wir sind immer noch gekackte Opfer. Da ist schon wieder irgendwas Leuchtendes. Golderz. So wie es aussieht. Wow, was haben wir denn da? Was ist denn das? Saphir. Ich brauche Rubine. Ich brauche einfach nur Rubine. Rubin ist nämlich das Wichtigste. Für mich zumindest. Muss nicht unbedingt das Wichtigste sein, aber für mich ist es das Wichtigste. Ich will jetzt dahin, da wo es glänzt. Da wo das Goldene ist. Vor allem, wenn man nicht sieht, was man aufnimmt, dann merkt man auch gar nicht, wenn man mal gar nichts mehr aufnimmt. Dass ich das jetzt übersehen habe, war jetzt echt lame. So. So. Zwar nur Eisen, aber Eisen ist wichtig für uns. Zumindest zu Beginn hier. Was denkt ihr? Könnt mal schon mal in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, wie lange überlebe ich? Wann gehe ich drauf? Was haben wir denn hier? Das ist ein
Smaragd müsste das sein. Die grünen sind Smaragde. Komm. Danke. Gut, so eine große Ader zu haben ist natürlich hässlich. Aber naja, was will man machen? Duck, 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 duck. Ui, irgendwas hier fertig geschafft. Es ist doch kein Gold. Dann könnt ihr mich jetzt mal. Was ist denn das? Aber mitnehmen kann man es trotzdem mal. Das, was ich haben wollte, habe ich ja schon gefunden. Doch, ich will mehr davon. Mit einem gebe ich mich nicht zufrieden. Denn was... Ja, super. Nö, dann weg hier. Nein, ein Wurm! So. So. Nein. Ja. Hehe. Ah, das schon wieder Silber. Was? Oh, Amnestiten. Amnestiten, genau. Amnestisten. Gut, hier oben ist nichts. Oh nein, fett Goldischleim. Was haben wir denn hier? Fackeln mal 3. Leckt mich. Gut, irgendwie ist es hier so die Eisenerkundung, ne? Bis jetzt gibt sich noch nichts wirklich Brauchbares, außer der Lebenskristall. Okay, für uns ist auch Eisen noch brauchbar. Nein, nein, nein! Nicht draufgehen. Aha! Das ist eine Pfeilfalle. Eigentlich bin ich drauf gelandet. Fick dich. Wer baut solche Fallen? Und warum? Aber ich will die aufnehmen, ich bin voll. Ja, Dreck. Tschüss. Toll, jetzt habe ich eine Pfeilfalle, ne? Sehr schön. Was, schwache Heiltränke? 20. Sweet. Ja, da sieht man mal, was man alles bekommt, wenn man nicht sieht, was man aufnimmt. Was ist so der hässlichste Feind? Piranhas? Piranhas. Ja, versuch's doch. Ey. Versuch's doch jetzt gar nicht. Okay, das war ein Fehler. Wenn jetzt hier welche sind... Ah. Gut, wenn man mal saufen ist, erstmal abbauen. Ein Glück waren jetzt hier keine Piranhas mehr, sonst wäre ich draufgegangen. Gut, jetzt sind wir in der totalen Steinhöhle, so wie es aussieht. Aber hier scheint nichts zu sein. Alter, von 50 Fackeln habe ich jetzt noch 13. Ey, ich finde wirklich alles außer Rubine. Jetzt finde ich schon Saphir. Schon Saphir, oder? Rubine sind nämlich rot. Okay, da muss ich irgendwas wegschmeißen. Nein. Gelb, was war gelb? K. Wird man ja gleich sehen. Ach, Topaz, genau. Die dienen eigentlich zu nothing, außer zu Fackelverbesserung. Beziehungsweise nicht Verbesserung, sondern zu, damit ich eine andere Farbe von Fackeln bekommen kann. Aber was man mitnehmen kann, nimmt man natürlich gerne mit, wenn man schon eh nichts Sinnvolles findet. Dann wurde ich mich jetzt mal nach unten. Mal schauen, was mir so finden kann. Gut, eine bessere Spitzhacke sollte ich mir auch mal bald machen. Das wäre ganz vorteilhaft. Wie viel Geld habe ich denn bei mir? Ach, nur 10 Silber. Skype habe ich natürlich auch nicht auf beschäftigt geschalten. Ich bin echt... Haltet jetzt die Klappe, bitte. Es ist nicht mehr lange. Ja, mit Graben habe ich echt... Ah! Ich wollte gerade sagen, mit Graben habe ich immer Glück! Fickt euch! Kommt her! Ja, da hasch es.
Ach, was haben wir denn da? Eine Steinfalle. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht, ihr kriegt mich nicht zweimal mit demselben Trick. Wenn ich jetzt irgendwo da unten hingedappt wäre, hätte sich die aktiviert, die wäre runtergefallen, ich wäre draufgegangen. Nein! Facepalm. Ich bin so dumm. Jetzt könnt ihr mich echt auslachen. Das war echt, der war echt unnötig, sag mal so. Das war mehr als unnötig. Ich meine, ich lache mich sogar noch schlapp über die Kacke und sag nein, nicht zweimal mit mir. Was passiert? Ich werde geopfert. Ja, was soll denn auch sonst passieren? Als ob ich mal irgendwie schlau wäre und irgendwas gescheit gemacht hätte. Nee, nee. Da. So. Machen wir noch kurz die Barren, die ich gefunden habe. Was nicht so viel war. Kupfer habe ich aber auch genug gefunden, oder? Wo ist mein ganzes Kupfer hin? Habe ich kein einziges Kupfer abgebaut? Okay, das mit dem Skype tut mir echt leid. Das war echt nicht sinnlos. Haltet die Fresse, bitte. Gibt es so eine Schnelltaste, wo man sich auf Skype auf beschäftigt stellen kann? Wäre nämlich ganz sinnlos. Sinnvoll. Schnappschnuppen! Oh! Guide Kevin! Zieh bei mir ein! Muss endlich einen Händler finden. Beziehungsweise ein Händler soll bei mir einziehen. Oha. Mir ist so egal, ob ich drauf gehe. Ich habe eh kein Geld dabei. Sternschnuppen sind aber wichtig. War da noch eine? Ne, ist schon eine Fackel. Beide draufgegangen, gut. Ja, toll, da kommt das nächste. Nö. Einfach nur nö. Okay, auf jeden Fall, ich muss vorsichtig in Höhlen agieren. Ich bin einfach immer noch zu overpowered geströmt vom Tree Gatherer. Da ziehen mir Höhlen mittlerweile gar nichts mehr ab. Außer weil wir im Hardmode sind, töten sie mich natürlich. War ich doch noch nicht so, aber naja. Wir werden sehen, was sich so machen lässt. Der Speer hat halt eine ziemlich langsame Schlagrate, deswegen. Ja, euch bringe ich aber schon noch um. Tschüss. Der Linse. Und tschüss. Gut. Gut. Oh, fast Hämmern Gold. 4 Sternschnuppen. Leuchtstäbe kann ich auch mal in die Tonne treten. Sind zwar ganz nützlich, aber ich mag sie nicht so wirklich. Wurfmesser und Shuriken genauso, die werde ich eh nie verwenden, da ich meinen Bumerang habe. So eine Pfeilfalle kann ich mal aufstellen. Ich will mal wissen, ob die auch weiterhin schießt. Toll. Und tschüss. Wo ist sie da? Schießt die weiterhin, wenn ich sie aufstelle? Ich würde es mal gewissen. Aber nicht auf Dave. Schießt sie auf mich? Hallo. Ich glaube, der traut sich da nicht runterzuspringen, ha? Ich mache das jetzt sowieso mal gerade. Das ist das letzte Ziel, was ich jetzt so habe abends. So, das ist nur provisorisch, damit du hier mal reinkommst. Willkommen, Kevin! Du bleibst auch hier drin, kapiert. Der kann halt die Türen selbstständig öffnen, das ist halt das Problem. Gut. Das war's dann mit einem epischen Tod, verabschiede ich mich. Falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr es gerne mit einem Daumen nach oben, einem freundlichen Kommentar, einem Favorisieren des Videos, einem Verbreiten des Videos oder einem Abonnieren des Channels begutheißen. Würde mich sehr unterstützen und freuen. Wir sehen uns dann zum nächsten Part, wenn es wieder heißt, irgendwas in Terraria machen, damit wir stärker werden und auch irgendwann mal den ersten Boss besiegen können. Bis dann und ciao!